So, Freunde, willkommen zum vierten Tag des Kampfes und jetzt keine Heilung, keine Wiederauferstehung, 5 Sterne, alle Farben sind erlaubt. Mm, einmal ganz kurz, ab morgen geht's los, ja, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Ähm, da weht ein anderer Wind ab morgen. Deswegen, ähm, genießen wir das nochmal. <laughs> ähm, ich habe im Moment tatsächlich nicht viel zu genießen, wenn es hier um dieses Spiel geht. Deswegen fällt es mir umso leichter, nicht zu beschwören, weil ich halt einfach sehe. Ich kann da auch die neuesten Helden haben. Äh, bringt mir dann halt nichts, wenn ich sie äh, zu spät geladen kriege, wenn im Endeffekt schon der Kampf gelaufen ist. Ne? Ähm, das kann man auch mal ganz einfach hier wieder im PvP sehen. Pass mal auf. Und guck mal hier. Ähm, da hatte ich gestern eine Phase hier. Da, da ging auch wieder so gar nichts. Das Team. Total dämlich. Ich habe sie weggekriegt. Easy mit Stein. Und dann ging nichts mehr. Am Ende habe ich gegen Skorpion Lady und Doppel Hathor verloren. Total, total dumm einfach wieder. Ne? Hat mich richtig getriggert. Dann bin ich weitergegangen. Zu also ihm hier. Auch mit Hathor. Ich weiß nicht. Ich habe immer den Fehler gemacht, mehr Hathor zu nehmen. Ne? Ähm, lag daran, nicht weil Hathor Immunität gemacht hat und ich das nicht mehr setzen konnte. Also ich habe einfach kein Blau gekriegt. War halt ganz schnell Game over. Hast gesehen, ähm, muss zu viel bewegen, Skorpion Lady löst aus, Harthor hat zweimal ausgelöst. Bin ich rausgegangen. Ja? Genau das gleiche hier. Gegen den habe ich sogar dreimal verloren, ne? Ja. Das war, das war richtig schön. Das war vorm Schlafen gehen, so ungefähr. Ähm, das ist das, was ich im Kriegsvideo meinte. Dieses Team kriegt im Moment keinen. Fuß auf dem Boden. Das äh, funktioniert. Das hat, das hat bis vor zwei Tagen hat das super funktioniert ohne Probleme. Aber seitdem, wie wie ein Cut, zack, gewinnt nichts mehr oder kaum noch was. Ja. Ähm, bei Charlie, ich schwöre bei Gott, bei Charlie hatte ein Hauch an Leben nur noch. Fiskol hatte ausgelöst und Giftfeuer. Ja, aber ich habe, es war wirklich das, ich habe nicht nachgeguckt, aber das können maximal nur noch 50 Leben gewesen sein oder sowas. Ja? Oder sagen wir auf jeden Fall unter 100 Leben. Das war nicht mehr viel. Und ich spiele dann 3er, durch eine Combo ein dreier grünes Match rein und vier gelbe. Und sie überlebt. Und dann habe ich drauf geklickt und sie hatte wieder 800 Leben. Weil dann Hator ausgelöst hat, dann hat sie ausgelöst und die Heilung über Zeit kam und nächste Runde hat er ausgelöst. Die wollte einfach nicht sterben. Ich, ich kann sie nicht besiegen. Es geht, es geht einfach nicht. Es geht wirklich nicht. Ähm, das, was ich immer so sage, hier, ich habe so eine schlaue Zunge, ist so mein Angstgegner, ja, aber Charlie ist mein, mein richtiger Angstgegner, wenn es darum geht. Kriege krieg ich nicht hin. Kriege keine Steine, es dauert zu lange oder ähm, es ist eine unglücklich, unglückliche Kombination, sodass sie halt auslöst. Also in der Regel. Es geht ja schon los in der Regel, dass ähm, ich schon drei Stacks drauf habe, bevor ich überhaupt feuern kann. Und dann ist im Endeffekt schon der Drops gelutscht. Ja, sie löst immer direkt dreimal aus, immer wenn das erste Mal voll ist, bam direkt, nochmal, nochmal. Und beim vierten, fünften Mal überlegt sie sich dann in die zweite Aufladung zu gehen. Da hat sie aber schon so viel Zeit gegeben, dass die anderen halt feuern und dann bin ich halt tot. Und so läuft es jedes oder in, in 90% der Fälle gegen Weichali, ne. Dann habe ich hier ein paar gewinnen dürfen. Das war sehr nett vom Spiel. Und heute Morgen, dann, ähm, ja, beziehungsweise nicht heute Morgen, aber das war nach dem Krieg, zwischen Krieg und Turnier, ähm, verliere ich hier gegen sowas. Null Steine. Nichts. Ich habe Schwefel weggekriegt. Das war alles. Aber halt auch schon so spät, dass Luna halt am Start war, Team schon zweimal ausgelöst hatte. Also auch da, albern. Dann hier bei Charlie. Ja, wieder das Team benutzt. Hab gedacht, vielleicht wird's. Nein. Wurde nix. Zweimal verloren gegen. Null Chance. Null Chance. Kein besiegt. Wirklich nada. Niente. So, dann durfte ich gewinnen. Dann hat das Team gewonnen. Ja. Also. Und dann kamen nochmal zwei Niederlagen hier. Wieder das Team benutzt, weil ich gedacht habe, ja, Changé ist vorne. No. Keine Chance. Wirklich keine Chance. Er hat einmal ausgelöst. Ähm, schon mega Schaden gemacht. Dann Schal und Shanghe bin ich, bin ich, während die ausgelöst haben, bin ich geflohen. Weil ähm, ich habe halt gesehen, am Ende hat nur noch Evelyn, weil sie einmal ausgewichen ist und Vivica überlebt. Kann ich halt nichts mitmachen. Kann ich nichts mitreißen. Genau das gleiche hier bin ich auch vorher rausgegangen. Also, ich habe im Moment, was das angeht, was Steine angeht, echt die Scheiße am Fuß. Und das sieht man auch hier. Deswegen spannen wir mal den Bogen zum Turnier. Weil wir uns da schon einkaufen mussten. Und was mir einer gesagt hat, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Guck mal hier. Fünf-Sterne-Truppen sind doch gar nicht erlaubt. Wie kann das sein, dass die da drin ist? Ähm, Theorie, die eigentlich auch relativ logisch ist. Die Truppe, die hier gespeichert war, wurde umgewandelt in eine 5-Sterne-Truppe. Also hat er praktisch eine Lücke geschaffen im System. Und ähm, konnte eine 5-Sterne-Truppe in das Turnier mit reinmogeln, obwohl das eigentlich nicht geht. Jetzt könnte, soll ich mal einfach Small Giant anschreiben und sagen: guck mal hier, ich habe gegen den verloren, das will ich annulliert haben? <laughs> ja, dann, kann, dann muss, ich mich, muss ich mich nicht einkaufen. Das mache ich vielleicht, wenn ich jetzt ohne Niederlage die letzten beiden Tage durchgehe. Dann schreibe ich Small Giant und sage: guck mal hier, ich musste mich wegen dem, ausgerechnet wegen dem einkaufen. Obwohl, ne, musste ich ja gar nicht, ich musste mich wegen Bulldog einkaufen, scheiße. Aber wenn ich nicht gegen den verloren hätte. Weil er die Fünf-Sterne-Truppe hat und gecheatet hat. Ach, nee. Also, ja. Das ist auch ähm, so eine Sache. Aber guck mal, was die, die ganzen Leute hier. Den kennen wir. Das war damals der, der den, äh, den höchsten karrierelevel hatte. Und dann hat er aufgehört, äh, sich darüber einen Kopf zu machen, weil die Koreaner ihn eingeholt haben. Ja, The One Family. Ja. Das ist halt, ähm, ich, ich bin bei 5 Sterne, bin ich halt die Schießbude und ähm, deswegen ist meine Motivation hier auch nicht hoch wirklich und basierend darauf, dass es sowieso im Moment nicht gut läuft, wieder mal. Rush lief gut, aber der Rest, PvPs auch während Rush-Zeiten, all, alles nicht gut, wirklich nicht gut. Deswegen bin ich ähm, auch mehr desinteressiert tatsächlich und bin auch froh, dass es am Morgen losgeht dass ich nicht mehr so viel Zeit mit diesem Spiel verbringen muss. Dann, darf. Äh, wird mir wahrscheinlich gut tun. Äh, so, und deswegen, das, das Spiel arbeitet so schön mit mir. Weil dadurch, dass ich so nur Scheiße kriege, ist meine Motivation auch gleich null irgendwie zu beschwören. Super Sache eigentlich, ja. So, wir haben Leo hier. Ähm, den Spotter nehmen wir mit. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit lila ähm, Modestiefel, Umbria. Und den Panther. So. Timius ist natürlich trotzdem bescheiden, ne? Eigentlich müssten wir auch Aramis mitnehmen. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht gut gegen Leo. Weil bei meinem Glück kriege ich halt keine Steine. Und er sniped mir halt so einen so lilanen halt komplett weg, ne? Aber ich versuche es trotzdem. Was habe ich denn großartig zu verlieren? Ähm, naja, nehmen wir selber einen Leo mit. Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht wird das ja was. Vielleicht haben wir ja jetzt mal Glück. Das ist, ich komme ja halt auch immer dann dumm vor, weil immer wenn ich dann gewinne, dann ist das halt auch weil nur so viel, so viel in meiner Farbe da ist, dass du halt nichts mehr falsch machen kannst. Und dann denke ich mir halt immer, ja geil, ja da war es halt dafür bisher auch nicht hier zum Spielen gekommen, dass du den Sieg hier so hingelegt bekommst. Ne? Aber momentan ist das alles sehr, sehr nett. Jetzt hier das lila Match, das ist ja schon mal gut. Wir haben aber sonst auch erstmal noch nichts. Wir gucken erstmal hier, vielleicht. Kommt, ah. Ja. Ah, klar. Mit 47 überlebt er. Aber Hauptsache, er darf halt nochmal einmal feuern, ne? Das gönnen wir ihm natürlich, dass er einmal feuern darf. So, äh, wir machen das. Ja, vielleicht reichen die gelben. Nein, reichen sie nicht, aber der Minion reicht. Sehr gut. Das ist das halt, was ich meine, ne? Das Board war mir jetzt hier sehr zugetan. Ein Zug noch Dodge. Ähm, da, da, dann ja, komme komm ich mir halt auch irgendwie verarscht vor. Ne? Das, das darf ich dann gewinnen. Ja. Super. Also, weißt dann du? gleich geht es halt wieder komplett in die andere Richtung. Es gibt halt nichts, wo ich im Moment tüfteln muss. Also sehr, sehr schwierig. Ich weiß im Endeffekt schon, wenn ich das Startbot sehe, ob ich gewinne oder verliere. Und das ist halt ähm, traurig in irgendeiner Art und Weise. So, wir nehmen Rot mit, weil da ist Scha. Wir nehmen dich mit. Wir nehmen dich mit und dich mit. So. Ah, vielleicht wird es ja jetzt besser in diesem Turniertag. Wir werden sehen. Okay. Wenn wir die Gelben spielen, ist der Gelbe hier. Da bringt uns ja nichts, ne? Wir haben hier. Ja, lass uns mal das machen. Wir arbeiten jetzt erstmal an Gelb, weil wir haben weder Rot noch irgendwas anderes. Und ich will das scha, wenn dann auf ihn geht. So, okay. Jetzt brauchen wir halt Rot. Ohne Rot kommen wir hier nicht wirklich weiter. Ah, oh, sieht halt auch schon wieder so überhaupt nicht gut aus, ne? Das, das ist das, was ich halt meine. Guck mal hier, guck mal, Ray. Der, der braucht nur vier Steine. Der, der braucht halt einfach nur vier Steine, aber die gibt's halt nicht. Kannst halt schon einpacken. Ja, Ray ist tot, ja. <laughs> Schön. Schön. Hast du, hast du super gemacht. Dann feuern wir einfach mal. Auf gut Glück. Jo, Dankeschön. Habe ich mir fast gedacht. Ja, nur wird gewonshottet und hinterher direkt. Okay, alles klar. Ja, und das ist das halt, was ich dann meine. Ne? Das ist halt hauptsächlich so im Moment mein, mein Ding, dass ich sowas kriege. Wo du halt direkt weißt, okay, das wird nichts. Kannst halt im Endeffekt auch dienen und rausgehen. Was sollen wir hier noch großartig reißen? Ist halt lächerlich. Scha allein hat mein ganzes Team zerstört. <laughs> die, die anderen wären gar nicht nötig gewesen. Das hätte Schar auch ganz alleine geschafft, weil halt absolut nichts da war. Nichts. Gar nichts. Schön. Ja. Was soll ich hier machen? Ähm, die resisten sowieso allem. Ich kann hier jemanden mitnehmen, der ähm, Galapago können wir hier mitnehmen. Er wird wahrscheinlich gewonshottet von ihr, aber weißt du was? Äh, was soll's? Ganz ehrlich, was soll's? Dann ist das nun mal so. Dann äh, one-shottet sie halt einfach mein Galapagos. Wenn das so sein soll, dann ist das so. Hm, grün brauchen wir eigentlich schwerpunktmäßig, grün brauchen wir gar nicht nehmen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit gelb, ja... Mal gelb. Oh, komm. Kannst das mal so probieren? Ich, ich gehe halt davon aus, dass Galapago der erste ist, der äh, sterben wird. Ganz einfach. Weil, weil er halt noch ein bisschen hier zu passt und so. Ja, äh, vielleicht, vielleicht dürfen wir auch gar nicht auslösen. Wer weiß das schon? Werden wir sehen. So, wir haben zumindest unseren Spotter noch mal an. Das ist ja, ist ja eine geile Sache. Da werde ich ja schon richtig verwöhnt. Und sie geht sogar noch mal dahin. Ach, du glaubst es ja nicht. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Hat zumindest für einen Kill gereicht. Das ist ja schon mal. schon mal bombastisch. Jetzt kommt Leo. Eigentlich müssen wir ihn raushauen. Ich hoffe, er dodgt jetzt nicht, ne? Okay. So, Quallenlady löst aus. War uns ja von vornherein bewusst. Jetzt geh mal hier hin. Ja, dann geh halt auf Leo, der, der am wichtigsten ist in dem Fall hier. Und nochmal auf Leo. ach so, so machen wir es jetzt. Ach, okay. Ja, tut mir leid. Okay, klar. Dann spielen wir es. Spielen wir es halt so. Hast du auch recht. So, Quallen-Lady haben wir ausgenockt. Super. Ähm, und sind tot. Es <laughs> ist, so, ist einfach, einfach nur bescheuert im Moment. Wirklich. Also ich, ich weiß nicht, was ich anderes dazu sagen soll. Aber wir kriegen noch nicht mal ihn hier weg. Er hat ein neues Leben. Ja, dann ähm, ist das so. Wir warten jetzt darauf, dass Magni dann feuert, weil Magni macht ja auch ähm, massiven Schaden. Und dann sind wir hier auch. Achso, er, er killt uns ja. Wir haben einen Dev ab, aber er killt uns. Okay. Alles klar. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, nochmal Mariana. Schön. Mit Weishali, da wird es jetzt auch richtig äh, spaßig werden. Mal. Ähm. Hey, Weishali wird ja permanent auslösen. Deswegen brauchen wir da keinen. Keine Aradia. Wir, wir nehmen mal Schlauzungen mit. Komm, gönn dir Schlauzungen. Darfst du auch mit? Du wirst bestimmt. Machen wir jetzt nur zum Test, ob sie direkt von, von Mariana gewonshottet wird. Okay, wieder keine Steine. Sehr gut. Es ist also im Endeffekt egal, welche Farbe wir nehmen, wie oft wir sie hintereinander nehmen. Das kommt halt einfach nicht. Mhm. So, das heißt, Krampus ist im Endeffekt schon mal verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. So. Machen wir das mal. Hm. Viele Steine für, für nix. Was uns überhaupt nicht weiterhilft. Ja, das ganze Rot, das ist schön. Immer mehr Rot hinterher. Hilft uns. Ja gut. Immerhin waren wir mal in der Lage, ein wenig auszuhalten, indem wir das halt zweimal kassieren durften. Was sehr nett war. So, und jetzt ist es im Endeffekt halt ähm, gelaufen. Ja, weil gelb kommt halt nicht. mariana killt uns dann in dem Fall alleine. Und dann ist das auch schon durch. Ja, sehr schön. Aber heute heute noch mal schaffen und äh, wieder einen oder einen zweiten Einkauf zu machen, dann bin ich ja froh, dann muss ich mir morgen gar keinen Stress machen mit dem Turnier, weil dann spiele ich sowieso nicht mehr. <laughs> also nein, alles gut, wenn wir hier heute erneut rausfliegen sollten, alles easy. Ist ja, Mariana macht macht's halt alleine, ja und dann auch noch ausgerechnet auf den, ja und noch mal hinterher, damit er ja stirbt. Feuern wir mal mit dir hier hin. Nehmen wir raus, weil du feuerst ja gleich. Ach, sie stirbt aber auch halt einfach nicht, ne? Das also, ist, halt, ist halt auch. Also wirklich. Mein Gott, stirbt doch einfach. Lass doch einfach. Lass es doch einfach gut sein. Was ist das für ein. Dreckspiel geworden, wirklich. Das ist einfach so schlimm geworden. Was da alles reingeht. Ich meine, es ist grün, ja, mein Gott, es ist grün. Aber trotzdem stirbt doch einfach. Was hält dich denn hier so krampf? Ein Lebenspunkt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ein Lebenspunkt, der hat dich jetzt so krampfhaft in diesem Leben gehalten. So. Ja. Und jetzt arbeiten wir am nächsten rausfliegen und dann habe ich morgen ein Turnier frei. Das ist auch sehr schön. Hm. Ja, versuchen wir es nochmal mit mit Lila. Im Endeffekt ist es ja egal, was wir nehmen. Weil höchstwahrscheinlich bekommen wir sie nicht. Ja, ja danke schön. So. 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 Hm? so, dann gucken wir mal. Oh, das ist, glaube ich, das beste Board, was wir heute in diesem Turniertag hatten. Wir haben auf Anhieb mal. So viel Steine, dass wir einen Helden laden können. Bevor ein Gegner auslöst. Überleg das mal. Das ist ja schon fast, fast undenkbar. Ja. Jetzt kriegen wir sogar den zweiten an. Das darf du ja keinem verraten. Ach, hey. Wir kriegen sogar den zweiten Helden an. Wahnsinn. So. Leider haben wir... Keine Möglichkeit, die hier hinten zu killen, aber das kriegen wir jetzt. Natürlich schade, dass das jetzt angegangen ist, während. Achso, ne, warte mal, das können wir ja sogar so machen. Haben wir zumindest den Minion. Das war jetzt tatsächlich so mein, mein Hauptziel in dem Fall, dass wir den Minion haben. Machen wir es mal so. Gut, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich hier spielen, aber von mir aus. Dann machen wir es halt so. Todestiefel wird jetzt wahrscheinlich sterben. Ne? Oh, wow. Aber nee. was? Zum Teufel. Wir sind aber blind. Das ist natürlich äh, auch klasse. Mal gucken, aber die sind auch blind, aber. Heißt ja meistens, dass äh, er trifft, aber ich nicht. Aber ich treffe tatsächlich. Oh. Oh. Alle getroffen. Was zum Teufel war denn da los? Tja. Du Lusche. Hast gegen mich verloren. Das ist schon Armutszeugnis für dich. Ja. Was soll ich sagen? Sind wir mal ehrlich. Ähm, es passt im Moment dazu in der Phase, wo ich wieder, wo ich wieder stecke. Es ist äh, vielleicht. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was da im Moment los ist, warum meine Boards wieder so sind, dass da halt nichts geht. Aber auch da Fünf-Sterne-Turniere ist halt absolut nicht meins, ja, weil ich halt einfach nicht. Ich kann es immer nur wieder sagen: Ich habe nicht die die geilen Helden. Ich habe sehr starke Helden, ich habe sehr gute Helden, ja, aber die sind halt im Vergleich zu den anderen Helden. Und ich rede jetzt nicht von den Helden. Ähm, die jetzt gekommen sind, seitdem ich nur Truppen beschwöre. Ja, könnte man ja jetzt meinen, ja, er beschwört ja hauptsächlich nur Truppen. Wo sollen denn die neuen Helden herkommen? Das war ja vorher auch schon so. Die wirklichen Top-Helden habe ich, wenn, wenn überhaupt, dann erst gekriegt, als sie schon wieder outdated waren. Falls ich sie überhaupt gekriegt habe. So. Und ähm, deswegen merkst du halt jetzt. Merkst du halt jetzt so langsam wieder, es ist wieder so eine Phase wo halt wo es halt wieder um die Kleinigkeiten geht und die sind halt nicht in meinem zu meinem Vorteil diese Kleinigkeiten. Da sind immer diese da könnte jetzt ein Stein kommen, nee, kommt nicht. Okay, Gegner löst aus, bin tot. So. Jetzt mal ganz ganz salopp und einfach gesagt, ne? Aber es ist jetzt nicht so ähm, in der Regel, da könnte jetzt den brauchen wir jetzt. Ach ja, jetzt haben wir ihn sogar und wir kommen vorm Gegner können auslösen und können ihn killen. Diese Momente sind im Moment äh, sehr, sehr rar. Deswegen sieht halt so aus, wie es im Moment aussieht. Ne? Und ich muss aber dazu sagen, ähm, es juckt mich irgendwie so gar nicht. Also du merkst, ich, ich reg mich überhaupt nicht auf. Ich bin komplett ruhig, weil äh, pff, ich, ich kenne es halt mittlerweile nicht anders. So, Also ich weiß, du kannst Superhelden haben. Das ist auch noch mal das, was ich, was ich einmal mitgeben möchte, ja. Ähm, auch Argumentation, Geburtstagsportal. Ist zwar schön und gut. Du kannst da alle top-aktuellen haben. Ich habe auch mal als Beispiel cyranus Angriffe jetzt gegen Gypsy gesehen. Ja? Hat er 200 Punkte gemacht mit seinen Top-Helden. Top er hat halt auch null Chance teilweise. Wirklich gar nichts. Ging gar nichts. Und ähm, dann denke ich mal, wozu, wozu Geld ausgeben, wenn du doch am Ende des Tages zu einem sehr großen Anteil auch von dem Board halt einfach abhängig bist. Ja, ich kann hier, und Defensive ist was anderes, aber Offensive gerade, da kann ich die Top-Helden mitnehmen, wenn ich die stärksten, denk dir jetzt einfach mal, die stärksten gelben Helden, die es in diesem Spiel gibt, die du dir jetzt vorstellen kannst, die nehme ich mit, weil ich sie habe, weil ich alle Helden habe, ja. Und dann kommt kein Gelb. Dann verkackt das Team genauso, als wenn ich da drei Dullis mitnehme. Ist halt einfach so. Ja. Wenn ich. Ähm, natürlich ist dann der Vorteil, okay, die können vielleicht einen Tacken mehr aushalten, aber meine Helden sind halt zum größten Teil auch ähm, schon so stark, dass sie halt auch ein, zwei Sachen aushalten können. Aber das Problem ist, diese Defensiven, die buffen sich halt gegenseitig immer so sehr hoch und supporten sich so sehr, dass die halt einfach gar nicht zweimal auslösen dürfen. Also der Tank. Weil sonst ist halt wirklich schon vorbei. Und ähm, deswegen da. Es, es hängt vom Board ab, das ist zufällig. Dementsprechend ähm, kann ich so viel Geld ausgeben, wie ich will. Den Zufall kann ich nicht besiegen. Klar, die top-aktuellen Helden helfen, ähm, da irgendwie was zu überstehen oder dass du halt nur einmal auslösen musst und hast direkt alles verheerend da geregelt. Aber ähm, ist halt auch nicht immer so. Ne? Deswegen bin ich da im Moment. Ähm, Ganz entspannt, was das beschwören angeht. Ich gucke mir die Leute an, die da beschwören und denke mir, ja, hast du dir jetzt auch geile Boards mit <laughs> So also. ähm, Ja. Ich, ich gönne jedem jeden Helden, ne, ihr wisst es, aber man kann sich halt auch keine top Boards ähm, beschwören. Schön wäre es. Dann würden sie alle da noch mehr davor hängen und noch mehr Geld reinballern. Aber naja. Ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit, ne? Ich äh, beschwöre ja auch. Ich, ich weiß das ja auch alles, aber ich weiß halt auch, wann, wann, wann Schluss ist. Und in diesem Geburtstagsportal ist halt Schluss. Was wir aber nochmal machen können? Okay, wir, wir haben einen 95 er und einen 4 -Ständer. Wir haben eine Gratis-Beschwörung. Die so, sehen wir uns mal an. Das wäre so 5 Sekunden. Ja, easy. Pass auf. Zenobia jetzt. Okay. Ähm, ja, wir haben einmal Poppy und einmal Zenobia, gucken wir uns Poppy an. Mm. Das ist ja auch so, auch so So ein Phänomen, diese Frau, ja. Äh, hast du sie mit in der Offensive, feuert sie meistens nur einmal. Steht sie in der Defensive, feuert sie mindestens immer dreimal. Oder zwei-, dreimal. So, Kostümbonus ist halt lächerlich ähm, völlig unwichtig tatsächlich. Ähm, Du brauchst du brauchst eigentlich gar nichts für geben? So, Angriff verstärkt. Ist natürlich was komplett anderes als Schadensreduzierung. Zudem sieht sie auch irgendwie albern aus. Da sieht sie ja nur wenigstens wie eine Jägerin aus. Hier sieht sie ja aus, als würde sie gleich irgendwo campen gehen. Bei irgendeinem Festival. Oder we weiß der Geier ja was. Okay, von mir aus, also, ich will gar nicht ich will weiter drüber nachdenken, äh, fügt dem Ziel 300% Schaden zu und 42% Chance und drei zusätzliche Treffer. Jetzt macht sie in 280% Schaden und hat eine 55% Chance, ja, also defensiv dann ähm, 90%, offensiv offiziell 55%, werden wir sehen wie das dann so funktioniert. Werte, Angriff ein bisschen mehr. Defensive, deutlich eingebüßt im Kostüm. Zumindest was den Weg angeht. Das ist ja nicht immer der perfekte Weg, der hier vorgegeben ist. Ne? Weil hier siehst du halt, vertauscht. Ne? Das ist dann wahrscheinlich in den jeweiligen Talentwegen vom Waldläufer und vom Schurken. Das ist übrigens eine sehr coole Klasse. Ähm, ist dann halt wahrscheinlich äh, Leben und Defensive in den Talentwegen vertauscht. Okay. Von mir aus. Ja, sie ist da, sie hat ein Kostüm, Yippie, ähm, 55% ist natürlich schon, schon im Vergleich hier zu, zu 42 schon stark. Da kannst du sagen, okay, 20% weniger Angriff ist in Ordnung. Aber, ja, macht sie jetzt nicht zu einem perfekten Helden. Zenobia, ja. Ich, ich habe gerade erstmal musste zweimal hin und her machen, um zu gucken, was hat sich überhaupt verändert. Aber jetzt, äh, mittlerweile habe ich es. Ähm, Kleriker zu Zauberer. Okay, Kleriker ist prinzipiell besser als Zauberer meiner Meinung nach. Alpha-Fähigkeit ist jetzt äh, von Angriff verstärkt auf Gegenschlag. Okay, von mir aus. Ähm, Angriff verstärkt finde ich natürlich bei angreifenden Helden immer irgendwie äh, schon, schon zielführender. Äh, Kostümbonus, ja, das ist, das ist wenigstens ordentlich. Ne? Fünfer natürlich, ne? Fünfer verkaufen sich besser als Dreier. Schöne Lebenspunktzahl. Muss man auch mal dazu sagen. 2222. Was ist jetzt, was macht sie jetzt anders? Ähm, fügt Gegner am Rand 320% Schaden zu. Wenn nur ein Gegner da ist, wird der Schaden verdoppelt. Ja, das kennen wir. Jetzt ist es 340. Okay. Der Blumenstich ist also um 20% stärker als der zweifache Stich. Verändert die Stärke aller Feuerschilde. Das kennen wir. Schilde um 64% Angriff erhöht. Das ist also ein Held auch für den mythischen Titan theoretisch. Ne? Und wenn ein Verteil also wenn sie in der Verteidigung steht, dann machen unsere Schilde minus 57% Angriff. Hier ist es jetzt das gleiche. <laughs> okay, okay, alles klar. Also hat sich, ach mein Gott, hat sich im Endeffekt nur 20% mehr Damage. Okay, ja. Alles klar, hat sich noch nicht mal in den Steinen verbessert. Ist also im Endeffekt, wenn du für Zenobia beschwörst, nur weil dann hast du nur ein anderes anderen Look praktisch, 20% mehr Schaden und du hast ein paar bessere Werte. Ob das jetzt alles so, so gravierend wichtig ist, dass man jetzt hier beschwören muss, wage ich zu bezweifeln. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Ähm, auch wenn mich hier tatsächlich ein paar Helden immer noch interessieren würden. Aber die habe ich halt immer, die habe ich seitdem das Portal ist nicht bekommen. Also interessiert es mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil jetzt sind die auch nicht mehr so gut. Damals waren sie cool, jetzt aber nicht mehr. Optisch fände ich ihn noch ganz nett. Damals wollte ich Oktros haben, weil Oktros. Ähm, so top war als äh, Flanke im Krieg. Habe ich nie gekriegt. Jetzt will ich ihn gar nicht mehr weil er jetzt scheiße ist. Ja? Macht kaum noch Schaden. Dienbrock ist ganz okay mit Kostüm. Tatsächlich. Fock auch okay mit Kostüm. Ihm braucht man eigentlich auch nicht mehr. Naja. Wäre ganz okay. Aber... Ich weiß nicht. Muss ich nicht für beschwören. Ulda ist tatsächlich äh, ziemlich cool mit doppeltem Limit Break, weil halt die, die Larven halt so extrem viel Lebenspunkte haben. Ne? Das ist schon, das ist schon ziemlich ordentlich. Und der Rest juckt mich halt so gar nicht. Also, bin ich ehrlich. Er ist vielleicht noch ganz geil. Ach ja, sie wollte ich leveln eigentlich. Oh ja. Morell wäre ganz cool. Morell in Kombination mit dem Starwalker. Beide schnell. Das wäre noch eine Sache, aber für einen Helden sind wir meierlich. Das muss dann auch nicht sein. Also von daher, das Portal kann sonst wohin gehen. Und was haben wir hier? Wir haben hier vier Beschwörungen. Weißt du, was die machen wir? Die machen wir, weil dann haben wir auch die Kiste und dann sind wir damit auch durch. Ja, komm, machen wir die auch noch. Was soll's? Ähm, Gestalt wäre so... Hier ist auch kein neuer Held dazugekommen, ne? Also, ähm, die sind völlig überfordert mit ihrem Geburtstagsportal und sowas. Und da können wir froh sein, dass Zenobia ein Kostüm gekriegt hat. Aber unerzählte Geschichten kommt erstmal dann nichts Neues. So. Wäre natürlich schön, wenn wir, wenn wir Gestalt kriegen würden, wenn der schon vorgestellt ist, ne? ja Aber wir kriegen Melia und, äh... Meneses wahrscheinlich. Jacko wird wahrscheinlich das Highlight jetzt sein. Von den vier Beschwörungen. Ja, mit dir. Und zum Abschluss gibt es dann noch einen Meneses oder ein Jahangir. Mal gucken. Einer von den beiden. Ah, nochmal ein Jaco. Ja, gut, okay. Ich habe ja gesagt, er ist das Highlight. Oh, ich nehme alles zurück. Die Kiste ist das Highlight. Okay. Können wir da einen Screenshot von machen? Hier Gut, okay. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's ähm, vom äh, Turnier heute: von ähm, Zenobia und von unerzählte Geschichten. Ist erstmal so halt alles durch. Und ähm, ja, mit morgen werden wir sehen, was da so kommt. Wie gesagt, ich äh, weiß noch gar nicht, wann ich wieder zu Hause bin, wie das alles abläuft, ob ich dann Lust habe. Ähm, ich werde mich primär beim Aufnehmen auf ähm, Samstag beschränken tatsächlich und unter der Woche einfach gucken, wozu habe ich Lust, was bietet sich an, was ist interessant und dann ähm, zu unterschiedlichen Zeiten dann irgendwie was machen, wenn es zeitlich alles hinhaut. Ja? Ich, ich, ich höre nicht auf, keine Panik. Ja? Ähm, aber im Moment bin ich halt auch nicht so wirklich motiviert, hier großartig Zeit zu verbringen, weil ich kriege eh nur aufs Maul. So, und dann, dann brauche ich auch nicht hier reingehen, spielen und mir aufs Maul geben lassen. Weißt du? Das ähm, ist, ist nicht so cool, macht nicht so Bock. Deswegen ähm, wäre ich auch froh, dass ich dann. Äh, vielleicht kann ich auch während der Arbeit nicht am Handy sein. Das wäre natürlich auch eine schicke Sache. Dann würde ich noch weniger Zeit in diesem Spiel verbringen. Tut mir vielleicht gar nicht mal so so weh in dem Fall ne? oder ist vielleicht ist vielleicht sogar ganz gut mal okay gut dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video wann immer das sein wird und ähm, ja macht's gut vielen Dank fürs Zuschauen ciao ciao